Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier einen Türschließer, der soll kaputt sein, also ich füge ihn nicht mehr zu. Aber das kann manchmal nicht sein. Und das sieht eigentlich gar nicht so kaputt aus. Mal gucken. Ja, alles klar, der Stängel ist hier lose. Das hat sich wohl irgendwie verdreht. Gut, dann schraube ich das jetzt mal eben hier ab. Ich mache das mal eben neu ran, aber das muss ich eben mit zwei Händen machen. Sonst geht das nicht. Und dann setzen wir den wieder an und dann sollte der wieder funktionieren. Gut. So, ich habe den jetzt wieder festgemacht. Ja, einer von den beiden soll über 90 Grad stehen. Das tut er ja jetzt auch. So, und hier, die Schraube hier, das ist die Einstellschraube, damit die Tür schneller oder langsamer geht. So, auch erledigt. Funktioniert auch. Ja, dann geht er wieder. Kann ich die Kappe wieder drauf machen. Hier stellt man die Geschwindigkeit ein, das heißt Geschwindigkeit, die Stärke ein, das ist auf 5. Hier ist der Endanschlag, damit die Tür nicht gegen die Wand knallt und das ist eben hier halt für die Geschwindigkeit. Ja, machen wir den Deckel wieder drauf. So, und dann ist das schon wieder alles erledigt. Gut, das war's von meiner Seite aus und ja, dann freue ich mich schon auf mein nächstes Projekt.